Und da ist mir noch eingefallen, dass ich mittlerweile glaube, dass Schwert- und Schild-Boosterboxen die Sonne- und Mond-Boosterboxen in den Schatten stellen werden. Freunde, willkommen zu dem Video zu 5000 Euro Klurik Ultra Prim Kollektion. War es ein Fehler, die zu holen oder nicht? Wie denke ich jetzt darüber ein Jahr später? Und ihr wisst, Lost Origin oder Fusion Strike hätte sich mehr gelohnt, hätte ich das Geld dort reingesteckt. Ja. Aber das ist die Sache. Wir wissen nicht oder niemand kann prognostizieren, welche Box. Drachenwandel war klar, aber die anderen Boxen, das war nicht eindeutig, was schlussendlich das beste Item sein wird. Schlussendlich entscheiden alle, die Pokémon-Karten kaufen mit ihren Geldbörsel, was sie schlussendlich kaufen. Plus natürlich, wie viel Ware es von einem Produkt gibt. Ja, das will ich sagen, was bei der Box ist, dass da sehr viel rausgeschüttet worden ist in einem Moment, wo der Pokémon-Karten-Hype abgenommen hatte. Ja, da hatte man vielleicht etwas zu viel rausgeschüttet. Ich würde jetzt aber sagen, dass diese Box, das ist jetzt meine Meinung, ja, ich kann auch falsch liegen. Nur weil diese Box jetzt hinten liegt, hinter Lost Origin, heißt das nicht, dass die nicht Lost Origin überholen könnte. Ja. Ganz einfach deswegen, schaut euch zum Beispiel an Pokémon 151. Ja. Nur weil Pokémon 151 jetzt ein Reprint kriegt, heißt das nicht, dass Lost Origin teurer wie 151 sein wird. Ich glaube eher, dass 151 schlussendlich teurer sein wird. Ja, also das ist nicht alles so eindeutig und generell diese Dinge hier, ich habe sie gekauft, weil ich weiß, wie gut dieses Produkt ist. Es ist genauso wie alle Schwert- und Schildprodukte, außer Darkness Ablaze, Clash Rebellen und das Base Set und vielleicht auch noch Farm Shock und die Victus Champs Boxen und Shining Fates, war halt ein mega Flop. Ist das Produkt richtig stark. Und ich ärgere mich eigentlich nicht, weil ich sehr zuversichtlich bin, dass die Dinger hier auch sich sehr gut entwickeln werden. Ja, ich werde da mich sehr freuen. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich aufstehe und mir anschaue, was sich so passiert. Mache ich natürlich nicht jeden Tag, aber ich schaue auch in der Woche mal rein, was sich so ein Pokémon-Kartenmarkt tut. Und ich finde es halt so witzig, jetzt bei Schwert und Schild, wo die Dinge so explodieren, die Leute, die was geholt haben und in die Zukunft gedacht haben und einfach in dem Hobby drinnen sind, haben wahrscheinlich sehr profitiert mittlerweile. Und ich muss immer drüber schmunzeln bei den Leuten, die von einer Sache zum nächsten hüpfen. Die glauben, dass sie eine 50er Arm kriegen können, wenn sie ein Jahr im Fitnesscenter sind. Ich bin im Fitnesscenter, Leute sagen, oh, ich will nicht einen 50er Arm haben. Das gefällt mir nicht. Die glauben beispielsweise, wenn sie ein Jahr trainieren, dass sie ja, riesige Resultate haben, was sie nicht haben werden. Das gleiche gilt mit dem Sammeln. Ja, wenn man das länger macht, manche Boxen gehen nach oben schneller als andere, manche vielleicht gar nicht, das passiert auch, aber schlussendlich, wenn man sammelt und ein bisschen mit Hirn sich den Markt anschaut und ein bisschen rumschaut, was sagt der, sich eine eigene Meinung bildet, dann finde ich, dass das Hobby einen eigentlich sehr viel gibt. Und ich glaube, die Klurik Ultra Premium Kollektion wird ein Item sein, was eventuell mal Lost Origin Boosterboxen überholen könnte. Ja, es muss nicht sein, vielleicht werden sie mal gleich auf sein. Vielleicht wird die Klurik UPC mal, ja, beispielsweise ein bisschen günstiger sein, ein bisschen teurer. Who knows? Aber generell auch diese Kritik an beispielsweise Alpha Investments finde ich immer lustig. Da gibt es immer Kritiker, die sagen, dass ja eigentlich die Tipps schlecht sind für Sealed Sammeln, weil man ja einen Cashflow braucht. Aber gerade für Leute, die auch ein Einkommen haben, also einen normalen Job haben oder anderswo noch ein Einkommen haben, ist es sehr cool, sich Boxen zu kaufen, das stehen zu lassen und ja, einfach zuzuschauen, wie die Boxen performen. Ich glaube, es ist ein witziges Hobby. Egal, ob man das jetzt nur privat macht, ob man gewerblich dabei ist, das nebenbei macht. Das ist der große Unterschied zwischen jemandem, der das halt fulltime gewerblich macht, wo du halt wirklich deine Boxen immer abverkaufen musst, wenn du mal wenig Geld hast, um die nächste Ware zu kriegen. Finde ich persönlich einen riesen Vorteil eigentlich bei Karten, dass man es so richtig locker angehen kann. Und da ist mir noch eingefallen, dass ich mittlerweile glaube, dass Schwert- und Schild-Boosterboxen die Sonne- und Mond-Boosterboxen in den Schatten stellen werden. Ganz einfach, weil in Schwert und Schild so viele Sachen drin sind versus Sonne und Mond. Wir haben da vielleicht 3-4 Sets, die spannend sind,
Also Schwert und Schild, dass viel mehr Leute kennen, ja, die viel besseren Karten drin sind, schönere Karten. Da glaube ich wirklich, dass Schwert und Schild den Turbo einlegen wird und die teuren Sonn- und Mondboxen einholen wird. Ja, da bin ich auch noch gespannt, was ihr von dieser These haltet.